Die hierunterstehende abgebildete Karnevalsmaske ist eine Scheibe mit einem Durchmesser von 24 cm. Die Augen sind zwei Scheiben, die in der Mitte der Maske tangential zueinander liegen. Der Mund ist ebenfalls eine Scheibe. Jede Scheibe ist tangential zu den drei anderen. Frage: Wie groß ist in Zentimetern der Radius der Scheibe, die den Mund darstellt? In unserer Zeichnung geht es also um diese drei Radien. Der größte Radius ist die Hälfte von 24 Zentimeter, also 12 Zentimeter. Demzufolge ist der mittlere Radius 6 Zentimeter und wir suchen diesen kleinsten Radius x Zentimeter. Diese Zahl x werden wir herausfinden durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck. Die eine Kathete misst 6 Zentimeter, die andere Kathete misst 12 Zentimeter minus x Zentimeter, also 12 minus x Zentimeter. Und die Hypotenuse misst 6 Zentimeter plus x Zentimeter, also 6 plus x Zentimeter. Und somit wissen wir, dass 6 im Quadrat plus 12 minus x im Quadrat gleich ist zu 6 plus x im Quadrat. Also so. Daraus schließen wir, dass 36 plus 12 im Quadrat macht 144 minus das Doppelprodukt, also minus 24x plus x im Quadrat. Dasselbe ist wie 6 im Quadrat, also 36, plus das Doppelprodukt, plus 12x, plus x im Quadrat. Wir haben beidseitig vom Ist-Zeichen die Zahl 36 sowie auch den Term x hoch 2. Die verschwinden also alle. Jetzt setzen wir minus 24x rechts rüber. Dann steht da 36x gleich 144. Also so. Jetzt brauchen wir nur noch durch 36 zu teilen. Wir wissen, dass 144 12 mal 12 ist und 36 ist 3 mal 12. So können wir durch 12 kürzen und 12 Drittel, das macht 4. Demzufolge ist Antwort C die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.